Ja, es geistert ja neulich durch die Medien. Diätenanpassung, ohne dass überhaupt eine Regierung existiert und Skandal. Ja, und ich wollte euch einmal zeigen, was denn da überhaupt beschlossen worden ist. Und am besten erklären euch das die Politiker aber selbst. Ne? Viel Spaß beim Video. Es ist die Verlängerung einer jetzt schon bestehenden Regelung. Wir beschließen heute schlicht, dass die Entwicklung der Abgeordnetenentschädigung, also der sogenannten Diäten, weiterhin an den Nominallohnindex in Deutschland gekoppelt bleibt. Unsere Bezahlung ist damit weiterhin, wenn der Beschluss gefasst wird, abhängig von der Lohnentwicklung der Beschäftigten in unserem Land. Und ich finde, das ist durchaus transparent und sehr nachvollziehbar. Ja, und da hat er eigentlich ganz gut erklärt, was das denn für eine Routineabstimmung ist. Der SPD-Mann, der danach kam, hat auch noch erklärt, dass 2011 damals extra ein Expertengremium zusammengesessen hat und besprochen hat, wie sich denn so ein Politikerlohn zusammensetzen sollte. Und anhand dieses Gremiums oder nach diesem Gremium ist das Gesetz dann auch geplant worden. Und ich kann auch mal meine eigene Meinung zu sagen. Also ich denke auf jeden Fall, dass Politiker in diesem Land gut entlohnt werden sollen, gerade auch im Hinblick oder im Vergleich mit den Leuten aus der Wirtschaft, denn wir sollten wirklich Anreize schaffen, denn es ist das Wichtigste oder es sind die wichtigsten Ämter in unserem Staat. Und da möchte ich nicht irgendwelche Hampelmänner haben. Ne? Nun haben wir diese Hampelmänner leider im Parlament, ganz rechts sitzen sie und ja, hören wir mal rein, was die denn zu dieser Debatte sagen. Stefan Keuter für die Frau AfD. Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, voller Scham haben wir den Antrag von der Union, der SPD und der FDP zur Kenntnis genommen. Eine schön verklausulierte Anpassung, die ohne Aussprache durchgewunken werden sollte. Nennen wir das Kind doch einfach beim Namen. Eine jährliche automatische Diätenerhöhung ohne lästige Debatte und ohne Rechtfertigungen. Man muss sich über diesen Satz schon sehr wundern, denn in einer Aussprache befindet sich das Parlament doch gerade. Meine Damen und Herren, schämen Sie sich nicht? In den letzten 4 Jahren haben Sie rund 1.300 Euro Diäten mehr erhalten, von 8.200 auf 9.500 Euro brutto monatlich. Nur diese Steigerung entspricht der Standardrente in Deutschland. Ein Rentner hat in diesem Zeitraum lediglich 26 Euro mehr erhalten, und das in den Westländern. Die AfD hat es in den 4 Jahren, seitdem sie existieren, nicht geschissen gekriegt, irgendein noch so brüchiges Rentenkonzept auf die Beine zu stellen. Aber wenn die Rentner leiden, dann müssen die Politiker natürlich auch leiden. Das ist die einzige Lösung. Es ist ja nicht so, dass man sein Mandat vielleicht auch dafür nutzen könnte, dafür zu sorgen, dass es den Rentnern mal besser geht. Nee, nee, nee. Natürlich nicht. Meine Damen und Herren, schämen Sie sich nicht? Möchten Sie jetzt gar eine Diskussion beginnen, in welchem Maße Löhne, Gehälter oder gar der Hartz-IV-Satz in diesem Zeitraum gestiegen sind? Ich glaube, das ersparen wir uns jetzt hier besser. Das diskutieren wir in den nächsten Wochen und Monaten noch mit Ihnen ausgiebig. Kennen Sie die Bilder von Mitbürgern, die den Müll nach Pfandflaschen durchsuchen? Dafür schämen wir uns. Vielleicht habe ich da auch irgendwas überlesen, aber ich wüsste jetzt nicht, dass die AfD diejenige Partei wäre, die sich jetzt für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Im Gegenteil, nach allem, was Wirtschaftsexperten sagen, wäre es so, dass wenn die AfD an die Macht käme, es noch mehr Pfandflaschensammler in Deutschland gäbe. Aber AfD-Logik ist immer schwer zu verstehen oder besser gesagt, die Logik der AfD-Wähler ist sehr schwer zu verstehen. Naja. In Deutschland leben mittlerweile 1,6 Millionen Kinder in Hartz-IV-Haushalten. Finden Sie das nicht erschreckend? Werte Kolleginnen und Kollegen, denken Sie doch mal über Ihre Leistungen nach. Diäten über 9.500 Euro, monatliches Personalbudget von fast 22.000 Euro, Sachkontoleistungen 1.000 Euro, Bahncard erster Klasse auch privat zu nutzen. Oh ja, die Bahncard, die ist es jetzt natürlich. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass ein Politiker ja auch Bürgernähe zeigen will. Und wie soll das beim AfD-Politiker denn sein? Oh ja, da ist jetzt eine Flutkatastrophe da an der Oder. Aber ich kann da jetzt nicht zu den Leuten fahren, weil ich kann mir das einfach nicht leisten.
Bei den Grünen weiß ich, dass diese Bankkarte auch genutzt wird. Bei AfD-Politikern kann ich mir eher vorstellen, dass die dann doch ihr eigenes Auto mit Chauffeur nutzen, wahrscheinlich dann aber auch auf Kosten der Steuerzahler. Naja, kann sich jeder das denken, was er will. Hören Sie mir mal zu, das kann ganz sinnvoll sein. Nutzung der Fahrbereitschaft, diverse kleinere Annehmlichkeiten und last but not least eine steuerfreie Kostenpauschale von über 4.300 Euro. Jeder Selbstständige muss Belege sammeln, jeder Angestellte Erklärung abgeben, Nachweise erbringen. Sie können 4.300 Euro steuerfrei vereinnahmen. Ohne Nachweise. Wer kann bei einem Arbeitsplatz, der von den Steuern finanziert wird, dann diese Steuern wieder zurückzuzahlen, macht ja auch irgendwie wenig Sinn, finde ich. Also ich bin jetzt auch Arbeitnehmer, weiß jetzt nicht, was ich für einen Nachweis erbringen muss. Vielleicht habe ich doch irgendwas verpasst. Meine Damen und Herren, schämen Sie sich nicht. Wir sind hier nicht im Märchen Ali Baba und die 40 Räuber, wo nach Bedarf Geld aus der Sesam-Öffne-Dich-Höhle gerollt werden kann. Der hier vorgeschlagene Automatismus, und das ohne Aussprache, ist unserer Meinung nach schlicht eine Frechheit. Den Antrag von CDU, CSU, SPD und der FDP lehnen wir entschieden ab. Vielen Dank. Ja, und mir fehlen da eigentlich auch so wieder ein bisschen die Worte. Und deswegen überlasse ich jetzt den Nachschlag den Politikern der anderen Parteien, wie beim letzten Video auch. Viel Spaß. Linksfraktion Jan Korte. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also mal ausnahmsweise ein Satz zur AfD. Also ausgerechnet die Truppe, die, ihr habt den Artikel hier, ausgerechnet die Truppe, die auf Fraktionssitzung mehrere 10.000 Euro für Schnittchen und Mettigel rausballert, sich hier als moralisch wichtig zu stellen, das ist echt nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Und bei Ihren Reihen sind es doch wohl mehrere Personen mittlerweile, die Doppelmandate haben, nicht bei den anderen Fraktionen. Also bitte ab nach Hause. Jetzt aber zu den ernsthaften Teil. Herr Korte, gleichwohl erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung des Kollegen? Nein, das ist jetzt zu den Mettigeln alles gesagt, das muss man nicht vertiefen. Aber die geilste AfD-Schelte gab Britta Hasselmann von den Grünen und diesen Vortrag sehen wir deswegen auch in Gänze. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 2011 wurde im Deutschen Bundestag eine Expertinnenkommission eingerichtet mit externen Experten, wie Herrn Professor Dr. Bride, ehemaliger Verfassungsrichter, und viele, viele weitere Persönlichkeiten des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens, die darüber beraten sollten und uns Vorschläge machen sollten, wie diese leidige Debatte über die Frage der Festsetzung der Höhe der Abgeordnetenbezüge geregelt werden kann. Und dann wurden Empfehlungen dazu abgegeben in einem Bericht, den wir in der letzten Legislaturperiode intensiv diskutiert haben, meine Kolleginnen und Kollegen, werte Damen und Herren. Und darin wurde klar auch das Thema, nach welchem Mechanismus soll eigentlich eine jährliche Anpassung beziehungsweise eine Anpassung überhaupt, ob in einem oder zwei oder drei Jahresschritten stattfinden, der Abgeordnetenbezüge, woran orientiert sich diese Abgeordnetenentschädigungshöhe? Und das ist alles offen und transparent dargelegt worden. Das war ein positives Moment dieser Expertenkommission, der wir sehr dankbar für diese Vorschläge waren. Denn dadurch wurde zum ersten Mal transparent, nach welchen Kriterien und in welcher Höhe Abgeordnetendiäten, Entschädigungen festgelegt worden sind. So weit, so gut. Und nun gab es für diesen neuen Bundestag die Verpflichtung zu sagen, den Anpassungsmechanismus im § 11 Abgeordnetengesetz, der muss von diesem neu gewählten Deutschen Bundestag neu festgelegt werden. Und meine Damen und Herren, jetzt frage ich mich mal, wo liegt denn hier eigentlich der Skandal, den hier manche herbeischreien wollen? Ich finde es peinlich und ich
hier war gerade mal von Scham die Rede. Ja, ich würde anstelle des ersten parlamentarischen Geschäftsführers der AfD und seiner Verwaltungsleitung im Erdboden versinken angesichts der Debatte, die wir hier führen. Denn, meine Damen und Herren, wir haben am 13. Oktober im Vorältestenrat das erste Mal darüber geredet, dass der Anpassungsmechanismus, den dieses Gesetz vorsieht, geändert werden muss vom Deutschen Bundestag und dass das bis zur dritten Kalenderwoche im Januar 2018 erfolgen muss. Kein Widerspruch, keine Wortmeldung, kein Wortbeitrag der AfD, meine Damen und Herren. Wir haben darüber, meine Damen und Herren, und dann reden wir hier mit den Damen und Herren über Scham oder Peinlichkeit. Ich gucke da nur nach rechts, wenn ich das gerade sehe bei der Debatte. Frau Hasselmann. Meine Damen und Herren, dann haben wir am 11.12. in der Runde der parlamentarischen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer wieder über dieses Thema geredet und haben uns vereinbart, heute dazu eine Beschlussfassung im Deutschen Bundestag vorzunehmen, das auf die Tagesordnung zu setzen. Es gab weder einen Widerspruch von Seiten des ersten parlamentarischen Geschäftsführers noch eine inhaltliche Anmerkung zum Thema, meine Damen und Herren. Frau Hasselmann. Und da werden heute die Backen so aufgeblasen. Wie scheinheilig ist das denn? Frau Hasselmann. Nein, ich lasse keine Frage zu. Wie scheinheilig ist das denn? So, und jetzt zuletzt meine Redezeit. Also, und dann zuletzt, ja, dann höre ich von Journalisten, mein Gott, die AfD hätte sich auch noch drum kümmern müssen, dass das überhaupt zur Sprache kommt. Was für ein Blödsinn, meine Damen und Herren. Die haben noch nicht mal einen Antrag auf Aussprache gestellt, der kam von der CDU-CSU. So ist die Lage. Und jetzt sage ich mal, wer meint hier im Parlament uns vorführen zu können, der muss früher aufstehen. Meine Damen und Herren, ja, und das reicht dann erstmal. Danach gab es noch eine Kurzintervention von Bernd Baumann von der AfD, die Britta Hasselmann dann aber auch abschmetterte rhetorisch. Und ja, da müsst ihr euch einfach euer eigenes Bild zumachen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch alles Gute und macht's gut. Bis dann. Ciao. Und ich halte die AfD auch weiter im Auge. Ne, wisst ihr.